So, hört ihr mich? Sehr gut. Videoengel sagt auch Go. Insofern leichte Verspätung, Verzögerung im Betriebsablauf. Ja, ich würde gerne mit euch auf eine kleine Spurensuche gehen. Ich habe seit einem guten Jahr Netzfrequenz-Messdaten aufgezeichnet. Vor einem Jahr hatte ich noch nicht irgendwie signifikante Datenmenge. Das heißt, ich konnte da noch nicht wirklich irgendwelche großen Schlussfolgerungen ziehen. Dieser Vortrag versucht genau das. Und ja, warum beschäftige ich mich überhaupt damit? Ich arbeite in dem Kontext bei einem Fraunhofer-Institut. Eigentlich eher Smart Metering und so. Das ist ein Bastelprojekt. Aber wenn man mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten redet, kriegt man sehr unterschiedliche Aussagen, was denn jetzt gerade in Sachen Energiewende Probleme sind oder warum es trotzdem funktioniert und so weiter. Also das waren jetzt irgendwie willkürlich von dem 2.9. irgendwelche Schlagzeile, die gleichzeitig am gleichen Tag erschienen sind. Also einmal Windräder kommen auf Touren, auf der anderen Seite der Strom wird knapp. Was ist jetzt die Wahrheit? Ja, kann man sich jetzt versuchen zu nähern. Man muss auch dabei immer im Hintergrund behalten, dass in dem ganzen Elektrizitätsumfeld wir es mit einer Branche zu tun haben, die effektiv in den letzten 80 Jahren ihr Geschäftsmodell nicht ändern musste. Die haben mit ihren Kraftwerken Strom produziert und haben verkauft. Sehr simpel. Jetzt wird das irgendwie anders. Jetzt hat man halt kleine Photovoltaikanlage bei Privatleute, die auf einmal irgendwie vergütet werden müssen. Man hat als Gesellschaft beschlossen, wir wollen die erneuerbaren Energien. Was bedeutet, dass andere Kraftwerke jetzt einfach obsolet sind? Und das drückt sich in einem wirtschaftlich-politischen, sagen wir mal, komplexen Umfeld aus. Es gibt auch da sehr viele verschiedene Aussagen, die sich gegeneinander, die sich widersprechen. Für diejenigen, die jetzt im Prinzip noch nie irgendwie was mit dem Stromnetz zu tun hatte, wieder meine sehr schöne Übersichtsgrafik aus der Wikipedia. Das sind jetzt, sage ich mal, im Groben die wichtigen Komponente, die man so braucht. Gehen wir mal langsam durch. Das wäre zunächst die verschiedenen Ebenen des Stromnetzes. Ja, also man hat oben die Höchstspannung, da hat man meistens 220 oder 380 Kilovolt. Sag mal, das sind die großen Leitungen, die jetzt weite Bereiche mit Strom versorgen. Das heißt, da wird Strom von der Nordseeküste nach Bayern transportiert. Das verästelt dann in die Hochspannungsebene, in die Mittelspannungsebene bis hin in die Niederspannungsebene. Also im Prinzip das, was hier aus der Steckdose rauskommt. Dann hat man die Erzeuger. Traditionell halt Großkraftwerke wie oben Kohlekraft, Atomkraft oder Wasserkraft, die auf der Höchstspannungsebene einspeisen. Auf der Hochspannungs- und auf der Mittelspannungsebene gibt es auch Kraftwerke, industrielle Kraftwerke oder Kraftwerke von Städten, von städtischen Versorgern. Und auch die großen erneuerbaren Energienanlagen speisen üblicherweise auf die Mittelspannungsebene ein. Also Windparks oder Solarkraftwerke, wirklich große Freilandanlage, die sind eher dort angesiedelt. Das Problem, was, ich sag mal, ein Umdenken erfordert in der Elektrizitätswirtschaft, ist das hier. Ja, also hier auf einmal in meinem Ortsnetz, in irgendeinem kleinen Haus, findet auch Erzeugung statt. Die ganzen Netze sind überhaupt nicht auf diese Lastflüsse ausgelegt. Ja, das gab es früher einfach nicht. Und das zwingt, ich sag mal, auch zu einem technischen Umdenken, vor allen Dingen aber zu einem ökonomischen Umdenken. Was gibt es sonst noch? Ja, es gibt halt die ganzen Verbraucher, versorgt durch Vertriebsunternehmen. Es gibt dann noch den Messstellendienstleister, den MDL. Gehe ich aber heute überhaupt nicht drauf ein. Ja. Was hat man jetzt für Messgrößen und wie setzen die sich zusammen? Also im Endeffekt habe ich drei Messgrößen, die relevant sind aus einer elektrizitätswirtschaftlichen Perspektive. Das ist die Spannung, das ist der Strom und das ist die Frequenz. Wenn ich jetzt gucke, was für eine Aussagekraft oder welche Messgröße ich in welchem Kontext benutzen kann, um irgendwie Aussagekraft abzuleiten, ja, dann ist die Spannung ein sehr lokales Phänomen. Teilweise von einem Haus zum nächsten Haus variiert die Spannung um ein kleines bisschen. Wenn ich eine Straße weitergehe, kann die Spannung ganz anders aussehen. Ja. Das ist auch genau eins der Probleme mit dezentralen Photovoltaikanlagen, wenn die einspeisen, aber out of scope. Ein anderes Ding ist die Frequenz. Die hat einen sehr globalen oder eine sehr globale Aussagekraft. Also im Endeffekt ist die
Frequenz, die Netzfrequenz in ganz Europa die gleiche zu einem gegebenen Zeitpunkt. Es gibt da im Bereich, sagen wir mal, 5 bis 10 Sekunden gibt es Netzpendelungen. Habe ich aber noch keine Messgeräte, mit denen ich das wirklich messen könnte. Insofern vereinfachtes Modell im Moment, überall liegt die gleiche Frequenz an und die verändert sich. Beobachtbarkeit, also wo kann ich denn überhaupt diese Messgröße messen? An der heimischen Steckdose kann ich relativ unbürokratisch die Spannung messen und die Frequenz. Ja. Ströme kann ich auch lokal messen, ist aber schon ein bisschen aufwendiger. Und im Endeffekt, um Aussage über das Stromnetz machen zu können, messe ich dort die falschen Ströme. Ja, also die Größe ist im Prinzip außen vor. Ich müsste im Stromnetz selber Messgeräte haben. Da komme ich natürlich nicht ohne weiteres dran. So, was ist jetzt diese Netzfrequenz? Das kann man sich im Endeffekt einfach als einen Gleichgewichtsindikator vorstellen. Ja, in Europa hat man gesagt, die Netzfrequenz soll roundabout 50 Hertz betragen. Nicht immer. Es gibt Zeiten, wo die Netzzeit korrigiert wird. Da weicht man gezielt von diesem Wert ab. Aber ich sag mal, im Groben sind es die 50 Hertz. Und im Endeffekt, wenn wir diesen 50-Hertz-Wert genau haben, dann sind genau die Last, also alle Verbraucher in Europa und die Erzeugung, also alle Kraftwerke in Europa im Gleichgewicht. Strom kann man nicht wirklich gut speichern. Das heißt, in dem Moment, wo irgendein Verbraucher angeschaltet wird, muss ein Kraftwerk die Leistung erzeugen. Das heißt, wenn meine Frequenz, ich gucke, dass ich das richtig mache, wenn meine Frequenz sinkt, habe ich zu viel Last, ja, dann muss irgendwie die Erzeugerseite was machen. Wenn die Frequenz zu hoch ist, habe ich zu viel Erzeugung, dann muss auch die Erzeugerseite irgendwas machen. Die Verbraucher verbrauchen halt einfach. Ja? Das heißt, man kann relativ einfach basierend auf diesem Frequenzmesswert seine Kraftwerke steuern. Das ist genau so, wie das Stromnetz funktioniert. Die Last ist natürlich auch variabel, also auch über Europa betrachtet. Das ist jetzt eine Grafik aus den USA, aber das Prinzip ist das gleiche. Man hat halt irgendwie so eine Nachfragekurve, die ist abhängig von der Uhrzeit, die ist auch abhängig von der Jahreszeit. Es gibt da verschiedene Kurven. Das heißt, die ist variabel. Auf der anderen Seite hat man halt irgendwie so ein Regelsystem, was jetzt, sage ich mal, kleine Schwankungen ausbalanciert. Und man hat natürlich prognostizierte Fahrpläne für die Kraftwerke. Das heißt, ein Kraftwerksbetreiber weiß halt, alles klar, hier ist mein Fahrplan für morgen, um 11 Uhr muss ich, keine Ahnung, 110 Megawatt an Leistung erbringen. Ja. Zusätzlich gibt es natürlich nochmal dieses Kontrollsystem, basierend aus Primär-, Sekundär- und Tertiärregelung, hier Minutenreserve genannt. Das ist ein Kontrollsystem, was halt versucht, zum Beispiel auch Ausfälle von Kraftwerken zu kompensieren. Ja. Zeige ich euch später, habe ich ein Beispiel für. So, jetzt gab es nur keine freien Messdaten dafür. Es gibt natürlich die Netzbetreiber, die Daten aufzeichnen, die auch brauchen. Es gibt aber keine frei zugängliche Messdaten. Vor einem Jahr habe ich halt angefangen, genau das zu tun. Habe ein kleines Messgerät gebaut, habe eine Webseite dazu gebaut, erreichbar unter netzin.us, wo ihr auch in Echtzeit einfach die Daten sehen könnt. Also ist irgendwie... Ja, eine interaktive Webseite mit einem Websocket. Nicht sonderlich hübsch, weil das ist nicht meine Stärke. Aber ja, sie tut zunächst mal, was sie soll. Wie funktioniert das Ganze jetzt von der Messtechnik? Im Prinzip relativ einfach. Ich habe ein kleines Messgerät. Da gehe ich gleich genauer drauf ein. Das Messgerät hängt an einem Raspberry Pi, der im Endeffekt nichts anderes macht, als zu sagen, okay, ich empfange diesen Datenstrom und leite ihn weiter zu meinem Server. Der Server nimmt halt die Daten entgegen, speichert die einerseits in einer Datenbank, andererseits, wenn jemand auf der Webseite gerade ist, wird über ein Websocket halt der aktuelle Wert auch dorthin geschickt. Ist nicht wirklich komplex. Ja, das ist das Messgerät. Raspberry Pi auf der rechten Seite, auf der linken Seite. Im Prinzip auf einer Lochrasterplatine die komplette Schaltung. Und was hier drauf gesteckt ist, ist ein STM32F4 Discovery, kleines Mikrocontrollerboard. Ja, ist im Prinzip viel zu leistungsfähig für das, was ich hier damit mache. Annika, magst du mir mal ein Wasser holen gehen? Sonst huste ich hier. Perfekt, vielen Dank.
Das ist der komplette Schaltplan. Wenn man jetzt mal hier irgendwie die Verbindung zu dem, von dem STM zu dem Raspberry Pi außen vor lässt, ist wirklich nicht viel. Also mehr als diese Zeichnung habe ich auch nie dokumentiert, weil das lohnt sich nicht. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe ein Steckernetzteil, was in der Steckdose ist, was mir, also ist ein kleiner Trafo im Prinzip nur, was mir eine 9 Volt Wechselspannung rausgibt. Ja, die muss ich irgendwie auf einen Spannungspegel hochziehen, der für den Mikrocontroller verarbeitbar ist. Mache ich hier einfach mit diesem kleinen Widerstandsnetzwerk. Das Signal, was hier oben rausgeht, schwankt dann zwischen 0,2, 0,3 und 3 Volt. Sieht im Oszilloskop so aus. Ich habe hier unten meine Wechselspannung, die ich aus dem Stromnetz quasi generiere über ein Trafo. Und da oben ist die Eingabe für meinen Mikrocontroller. So, jetzt habe ich da irgendeine Schwingung. Jetzt muss ich ja irgendwie gucken, dass ich da die Frequenz dieser Schwingung bestimme. Und das Einfachste, was man machen kann, oder was mir eingefallen ist, ist ein Schmidt-Trigger. Eine kleine Schaltung, geht wieder mein Signal rein. Ich habe einen kleinen Operationsverstärker und ein Widerstandsnetzwerk und da hinten kommt mein Signal raus. Sieht dann im Oszilloskop so aus, in Gelb wieder diese Wechselspannung, die ich eben erzeugt habe, und in Grün der Signalpegel, der quasi aus der Schaltung da rausfällt. Ja. Das heißt, ich kriege hier schöne, steile Flanke bei jedem Überschreiten dieses Spannungsniveaus. Ja, und es prellt auch nicht, was halt genau die Eigenschaft von einem Schmidt-Trigger ist. So, in einem Mikrocontroller benutze ich im Wesentlichen nur ein Feature, das sogenannte Input Capture. Input Capture ist etwas, was fast jeder Mikrocontroller hat. Der gibt mir einfach einen Interrupt, wenn eine steigende Flanke an irgendeinem Pin anliegt. Ja, kann man dann entsprechend konfigurieren. Das heißt, sobald diese Flanke auftaucht, kriege ich einen Interrupt, kann halt gucken, wie sind denn meine Timer, was sagt denn die Uhr von meinem Mikrocontroller und kann dann quasi die Zeit zwischen zwei Flanke messen und über die Zeit habe ich auch die Frequenz. Ja, mehr ist es im Prinzip nicht. Wie genau ist das jetzt? Maurice war so freundlich, mir die Messdaten von einem Janitsa 604E, also einem Netzanalysator, der kommerziell erhältlich ist, zur Verfügung zu stellen. Wir haben einfach die Kurven mal übereinander gelegt. Die blaue Kurve ist mein Messgerät, die rote Kurve ist dieses Janitsa-Messgerät. Man sieht, der Janitsa glättet noch ein bisschen mehr, aber im Wesentlichen sind die Messdaten mehr oder minder identisch. Ja, also es würde mir jetzt schwerfallen zu sagen, das eine ist die Wahrheit versus das andere ist die Wahrheit. Ich vertraue dem Gerät, mehr oder minder. Super, vielen lieben Dank. Danke. Klar. Das sind Sekunden. Nee, Minuten. Minuten. Wenn ich da an das eine Tal schaue, vor dem Riesenanschub. Du sprichst von dem Ding hier? Ja. Aber wenn du jetzt auf eine Frequenz von 50 Hertz gehst, bei der Salzkala, siehst du dann zu viele Schwankungen in der Netzspannung gegenüber des Minuten-Peaks? Ich sehe es auch oben an dem Peak, der direkt danach folgt. Da ist das Rote irgendwie verschoben nach rechts. Was irgendwie eindeutig das. Ja, eben. Das Rote ist nach rechts verschoben. Das heißt, wenn du das Rote machst, ein exponentielles Window als Average oder was auch immer von den letzten Messwerten. Nichtsdestotrotz hast du viel mehr Peaks. Lass uns das einfach später bei den Fragen klären, sonst ist nämlich später das Video komplett zerhackt. Ja, also ich kann dir jetzt nicht wirklich sagen, wie die, jetzt muss ich gucken, die rote Linie zustande kommt, weil ich kann halt in das Messgerät nicht reingucken. Was bei mir dahinter steht, ist im Endeffekt ein Tiefpass über eine Sekunde. Also ich habe 50 Schwingungen und daraus rechne ich dann quasi den Durchschnittswert innerhalb einer Sekunde aus. Und das ist mein Messwert. Ja, und diese kleinen Schwankungen,
die sind schon halbwegs plausibel. Also die findet man auch in anderen Dingen. Nur ich hatte halt keinen Messwert oder keine Messreihe, die ich direkt drüberlegen könnte von anderen. Ja, so sehen die Daten dann aus. Das ist irgendwie auch komisch geplottet da oben. Da sind irgendwie hier die Zeitstempel kaputt. Man sieht halt eine Zeitreihe. Ja, ich dachte zunächst mal, ich habe das dann geplottet, mal ein Histogramm gemacht. Naja, das sieht so halbwegs normal verteilt aus. Das wird schon normal verteilt sein. Nein, ist es nicht. Ja, das Rote hier wäre quasi die angenommene Normalverteilung. Und man sieht halt insbesondere hier in dem Bereich und in dem Bereich unterscheiden sich die zwei Verteilungen. Ja, also es gibt da irgendwelche Effekte, die jetzt, ich sag mal, nicht durch ein perfekt funktionierendes Kontrollsystem zustande kommen, sondern es gibt da noch irgendwas anderes drumherum. So, das Problem, was ich habe, ist, das ist eine relativ komplexe Regelstrecke. Ich habe nicht normal verteilte Daten, ich habe wenig Signal, beziehungsweise mein Signal ist in Relation zu dem Noise, den ich drumherum habe, sehr klein. Ja, also muss man irgendwie gucken, dass man mal versucht, ein Modell zu bilden, ein Modell zu finden und sich dem Problem ein bisschen zu nähern. Modell gibt es in der Literatur. Ich habe mal so ziemlich das einfachste Modell genommen, was aber Effekte sehr gut erklären kann. Was ihr hier seht, ist im Endeffekt das Modell ohne alle möglichen Störungen, die drumherum passieren. Also in einer perfekten Welt würde dieses Regelsystem sich so verhalten. Und es gibt drei Effekte, die zusammengenommen bewirken, dass unser Stromnetz überhaupt, ich sag mal, funktioniert und dass überhaupt Kraftwerke Leistung erbringen, wenn irgendwo ein Verbraucher angeschaltet wird. Das ist ein Auslegungsfall von der UCTE, beziehungsweise mittlerweile der ENZOE. Das ist die Vereinigung der europäischen Übertragungsnetzbetreiber, die für die Netzstabilität verantwortlich sind. Die sagen, okay, wir nehmen eine Netzlast von 150 Gigawatt an, also der sogenannte Schwachlastfall, und in Relation zu dieser schwachen Last einen relativ großen Kraftwerksausfall. Diese minus 3 Gigawatt entsprechen quasi dem Wegfall von einem Doppelblock-Kraftwerk. Also Kernkraftwerk mit zwei Blöcke geht komplett vom Netz. So, und im Prinzip bestimmt man auf der Basis von diesem Modell Regelparameter in den Kraftwerken selber. Es gibt drei Effekte. Der erste Effekt hier, das blaue, ist das Ausspeichern von Rotationsenergie. Wie die Effekte zustande kommen, erkläre ich gleich. Aber das ist quasi, ohne diesen Effekt würde es nicht funktionieren. Ja. Dann hat man einen sogenannten Netz-Selbstregeleffekt. Das passiert quasi in Kraftwerken und in sich drehenden Maschinen. Das passiert in fast jedem elektrischen Verbraucher. Außer geregelte Netzteile. Die sind da ein Problem und schwächen diesen Effekt auch. Und da oben die schwarze Linie, das ist quasi die Primärregelung, die dann wirklich in Kraftwerke durch einen Steuerprozess zustande kommt. Nur die Primärregelung wäre viel zu langsam, um jetzt hier die ersten 5-6 Sekunden zu überbrücken. Das heißt, in den ersten 5-6 Sekunden wäre die Netzfrequenz schon so weit abgefallen, dass die Primärregelung überhaupt nicht mehr sinnbringend einsetzbar wäre. So, erster Effekt, die Rotationsenergie. Naja, wie sieht so ein Kraftwerk aus? Das ist im Endeffekt, also ich rede jetzt von einem Großkraftwerk, also im Endeffekt irgendeine rotierende Masse. Das ist jetzt hier zum Beispiel die Turbine vom Block 2 in Philipsburg. Das haben sie wohl irgendwann revisioniert und ausgetauscht. Die wiegt 190 Tonnen und rotiert mit 25 Umdrehungen die Sekunde. Das heißt, da ist eine gewisse Energie in dieser Rotation gespeichert. Und das muss man jetzt halt auf ganz Europa hochrechnen. Also in alle Kraftwerke drehen sich alle Turbine synchron, beziehungsweise mit einer harmonischen dieser Grundschwingung. Und wenn da jetzt irgendwo die Frequenz absinkt, sorgen halt Magnetkräfte in einem Generator dafür, dass im Endeffekt die Kraftwerke versuchen, dagegen zu arbeiten. Ja, einfach dieses Schwungmoment versucht einfach so weiterzulaufen. Ja. Charakterisiert wird das in der Elektrizitätswirtschaft durch die sogenannte Netzanlaufzeit. Das ist im Prinzip die Steigung des initialen Frequenzverlusts. Ja. Und das repräsentiert die Trägheit aller Erzeuger- und verbraucherseitigen rotierenden Schwungmasse. Also auch ein Synchronmotor, der irgendwo läuft, was weiß ich, in der Presse oder einem Kompressor oder so, der trägt zu diesem Effekt bei, weil es einfach eine rotierende Masse ist. Im Endeffekt, wie lange
sagt, also im Endeffekt sagt diese Netzanlaufzeit, wie lange dauert denn mein Abbremsen von diesen rotierenden Masse, bis das Netz wieder im Gleichgewicht ist, bis quasi also die der Frequenzverlust oder die abgeschaltete Leistung wieder im Einklang mit meiner Frequenz ist. Kann man variieren. Sieht dann so aus. Also wenn die Netzanlaufzeit relativ klein ist, hier rot die 5 Sekunden, dann kriege ich halt hier einen relativ tiefen Einbruch. Bei einer Netzanlaufzeit von 20 Sekunden bekomme ich da eine deutlich abgeflachtere Kurve. Zweiter Effekt, sogenannter Netz-Selbstregeleffekt, der kommt einfach dadurch zustande, dass zum Beispiel ein Elektromotor weniger Leistung zieht, wenn die Frequenz nach unten geht. Ja, das heißt, pro Prozent Frequenzverlust reduziert sich die Netzlast um 1,5 bis 2 Prozent. Das ist empirisch geschätzt. Ja, gibt da lange Messreihen, kommt irgend so eine Gerade raus. Wo dieser Wert mittlerweile genau ist, weiß ich nicht. Die letzte mir bekannte Publikation ist von 87, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Auch das kann man natürlich jetzt wieder versuchen, mal so ein bisschen zu charakterisieren. Wenn wir bei 0,5% pro Prozent wären, wäre das die entsprechende Kurve. Bei 4% sind wir da oben bei der schwarzen Kurve. Ja, also es ist einfach ein Parameter, der dieses Regelsystem verändert. Wohlgemerkt, diese Kurven sind immer das komplette Modell. Also das ist die Primärregelung mit dabei. Ja. So, Primärregelung. Das ist jetzt im Prinzip wie ein Großkraftwerk funktioniert von der Regelungsseite her. Auf der rechten Seite Automatic Voltage Control ist im Moment komplett irrelevant. Ich rede jetzt nur über die linke Seite. Im Endeffekt hier unten ist mein Stromnetz. Ich habe hier irgendein Messgerät, was mir die Netzfrequenz misst. Und dann gibt es da oben irgendeinen Steuerkreis, der im Endeffekt hier bei der Turbine mehr oder weniger Dampf in die Turbine lässt und damit die Rotationsgeschwindigkeit des Generators schneller macht oder langsamer macht. Ja. Mehr ist es im Prinzip nicht. Es gibt bei Kohlekraftwerken gibt es noch so Kondensatstaumechanismen und sonst was. Also es wird im Detail dann beliebig komplex, aber vom Grundprinzip her ist es wirklich nicht mehr. Wie sieht sowas aus? Das ist eine einfache Statik. Ja. Das ist im Endeffekt eine Kurve, die sagt, okay, wenn jetzt meine Frequenz nach unten absinkt, dann muss meine Leistung nach oben gehen. Umgekehrt, wenn meine Frequenz über dem Nennwert ist oder dem Sollwert ist, muss meine Leistungsabgabe nach unten gehen. Das heißt, man versucht da immer quasi gegenzusteuern, gegen jede Abweichung. Das ist übrigens ganz interessant. Diese Grafik stammt aus einem Entwurf von der NZOE, also von der Übertragungsnetzbetreiberindustrievereinigung, an die Europäische Kommission, wurde jetzt mehr oder minder so auch übernommen. Und das ist ein Mechanismus, der quasi nur für Großkraftwerke gilt. Alle kleinen Kraftwerke, sagen wir so gut wie alle Windparks oder auch eine Photovoltaikanlage, die daheim irgendwo auf dem Dach steht, sind an dieser Regelung gar nicht beteiligt. Ja. Kann man sich jetzt drüber streiten, was der Hintergrund ist. Wenn man böse ist, sagt man, die Industrie versucht, die großen Kraftwerke als Netz notwendig zu zementieren, indem auch über einen regulatorischen Prozess einfach Funktionen, die für das Stromnetz notwendig sind, exklusiv für die großen Kraftwerke vorgesehen wird und nicht für kleinere Anlagen. Das heißt, man verhindert so ein bisschen, dass auch kleine Anlage zur Stabilität des Stromnetzes beitragen. Effekt, über den ich noch gar nicht. Huch. Okay, falsche Grafik. Falsche Grafik, aber ich erkläre euch, dass der Effekt im Prinzip gleich ist. Stellt euch einfach vor, hier würde die Netzgröße stehen. Ja, ich habe ja da unten oben irgendwo 150 Gigawatt als angenommene Netzlast stehen. Wenn ich jetzt die Netzlast variiere, wird ein Ausfall von 3 Gigawatt ja in Relation zur Größe des Netzes kleiner oder größer. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Netzlast von 400 Gigawatt annehme, was man problemlos erreicht, dann wäre ein Wegfall von 3 Gigawatt eher diese schwarze Kurve.
Wenn das Netz halt kleiner ist, 150 Gigawatt oder so, das wäre dann halt hier diese rote Kurve. Das heißt, auch die Größe des Netzes spielt eine Rolle dabei, wie stabil das Netz betreibbar ist. Was auch das ein gutes Argument ist, warum man ein großes europäisches Stromnetz haben will. Ja, weil das halt inhärent einfach viel besser und stabiler zu handeln ist. Ja. Nochmal so eine Grafik zur Netzlast. Ich habe vorhin schon gesagt, das variiert über die Zeit. Das sind jetzt Werte von 2014 aus Europa. Ihr seht hier drei Kurven, Februar, März, April. Ja, also im Jahresverlauf ändert sich quasi die Netzlast. Und man sieht auch hier so ein Tagesprofil, was da irgendwie abläuft. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum hier quasi beim April dieser Abendzacken so verschoben und so relativ gering ist. Ja. Wenn es länger hell bleibt, ist natürlich ein Argument, sieht man auch so ein bisschen, aber der Einbruch ist doch sehr stark. Also ich hätte erwartet, dass es hier noch ein bisschen höher geht. Umstellung auf Sommerzeit, aber da müsste trotzdem irgendwo ein Peak sein. Ja, und der ist halt hier einfach deutlich weg. Ich habe in meinen Daten nochmal geguckt, also sie sind von den NZOE selber publiziert. Es ist in den Rohdaten drin, es ist jetzt nichts, was durch mein Processing kommt. Zahl, die wir gleich noch brauchen, 25. März, 7.35 Uhr, Netzlastbetrug 405 Gigawatt. Mach mal hinterher, bitte. Kernkraftwerk Gundremmingen. Ja, hübsches Atomkraftwerk oder Kernkraftwerk, je nachdem, welcher Sprachregelung man anhängig ist. Ich mag Kernkraftwerke in dem Sinne, als dass sie mir helfe, Informationen über mein Modell zu finden, weil wenn so eine Schnellabschaltung in einem Kernkraftwerk passiert, ist das ein harter Impuls, den ich halt einfach in meinen Frequenzdaten sehe. Und genau das ist am 25. März passiert. Es gab Wartungsarbeiten in dem Block B. Und ich weiß nicht warum, aber es gab in dem Kraftwerksblock, der eigentlich vollkommen unabhängig sein sollte, einen Ausfall der Druckluftversorgung. Es führte zu einer Schnellabschaltung und damit hatte ich halt ein Ereignis, was ich in den Frequenzdaten auch relativ gut sehen kann. Muss man jetzt zunächst mal gucken für mein Modell, was sind da für Parameter, wie groß ist die Netzlast, wie groß war denn die Produktion von diesem Kernkraftwerk. Ich habe mir zuerst überlegt, okay, Kernkraftwerk braucht entsprechende Kühlleistung, damit sie nah an ihrer Nennleistung fahren können. Es war ein sehr kalter Tag, also 1 Grad in etwa. Könnte sein, dass das Ding voll in Betrieb war. Ich habe dann einfach bei der Pressestelle angerufen, die auch super freundlich waren und sagten, jawohl, 1290 Megawatt sind da auf einen Schlag vom Netz gegangen. Sieht dann in den Frequenzmessdaten so aus. Blaue Kurve ist der Frequenzverlauf. Die Trompetenkurve, dieses rote, brauchen wir nicht. Einfach ignorieren. Hier oben bei dem Punkt ist das Kraftwerk vom Netz gegangen. Und hier hat es sich dann quasi die Netzfrequenz wieder stabilisiert. Das ist der tiefste Punkt. Ja, und dann fangen halt hier Mechanismen an zu wirken. Das heißt, innerhalb von 20 Sekunden, 19 Sekunden, gab es einen Abfall von 52 Millihertz. Hört sich jetzt irgendwie nach relativ wenig an, wenn man sich aber mal überlegt, wie hoch ist denn das, die Änderungsrate, also wie viel Megawatt pro Minute sind denn da eben verschwunden, dann sieht man das sehr deutlich. Dann kommt man hier auf so Spitzenwerte von 5 Gigawatt die Minute, die da einfach verschwunden sind. Das sind natürlich immense Änderungen, die jetzt auf ein Kraftwerk, beziehungsweise auch auf alle anderen Kraftwerke, sehr große Kräfte ausübe. Ja, das heißt, das ist halt, da fehlt halt irgendwie ein Teil und ja, alle anderen müssen dann einen mechanischen Schlag im Endeffekt verarbeiten und da irgendwie ja, mit klarkommen. Da oben, das ist nochmal der Frequenzverlauf, die rote Linie, die blaue Linie ist, ich habe einfach mit Sawicki-Golay diese Linie etwas geklettert. Wenn ich das nicht machen würde, hätte ich quasi sehr viel Noise, der mit sehr hohen Gradienten dazu zugange ist. Das hilft mir nicht bei meiner Datenanalyse. Ja, das muss ich einfach als Noise betrachten. Zumal das auch durch mein Messgerät kommen kann. Was passiert jetzt, wenn ich mein Modell nehme und wenn ich diese Schnellabschaltung drüber mache? Wie gesagt, das ist jetzt das einzige Event, was ich wirklich sicher beobachten konnte und wo ich mir sicher bin, dass es passiert. Insofern
zum einen stimmen da bestimmt die ein oder anderen Parameter nicht, zum anderen passiert in diesem Stromnetz natürlich permanent irgendwas, was ich so gar nicht in meinem Modell abbilden kann. Ja. Was es aber tut, und das stimmt mich eigentlich ganz positiv, wenn ihr jetzt diese schwarze Kurve betrachtet, das wäre quasi der idealtypische Verlauf, wie mein Modell den vorhersagt, versus diese grüne Kurve, was der real gemessene Frequenzverlauf ist, dann stimmt die Größenordnung des Frequenzeinbruchs schon. Was nicht stimmt, ist die Geschwindigkeit, mit dem dieser Frequenzeinbruch ging. Also im Prinzip müsste das Ganze mehr flacher sein. Ja. Wie gesagt, ich habe im Moment nur diesen einen Event, ich kann da noch nicht wirklich irgendwelche nachhaltigen Schlussfolgerungen ziehen. Aber das fand ich schon ganz, ganz cool, dass ich zumindest die Größenordnung des Frequenzeinbruchs korrekt vorhersagen kann. Fazit, ich brauche mehr Schnellabschaltung. Ich kann nur grobe Parameter schätzen. Ich kann nie den genauen Frequenzverlauf vorhersagen, weil, keine Ahnung, irgendwo in Europa schaltet irgendein Großverbraucher gleichzeitig irgendwas ab und dann stimmt das halt nicht. Ich kann wirklich nur plötzliche und große Ereignisse beobachten. Wenn jetzt ein Kohlekraftwerk vom Netz genommen wird wegen Wartungsarbeiten, dann habe ich da halt irgendwie einen Riesenkessel glühende Kohle. Das heißt, die werden ihre Leistung langsam runterfahren. Das sehe ich halt hier nicht. Zweites Ereignis, was ich ganz spaßig fand, war die partielle Sonnenfinsternis. Wenn das so ist, also wenn man an einem wissenschaftlichen Institut arbeitet, gibt es natürlich alle möglichen Vorrichtungen und Gerätschaften, um das zu beobachten. Das war das Einzige, was man recht gut fotografieren konnte. Fand ich ganz cool. Vorne eine Filterfolie mit einem Loch drin. Hinten einfach irgendein Butterbrotpapier aufgeklebt. Fertig ist das Sonnenbeobachtungsgerät. Ich habe natürlich auch die Frequenzmessdaten aufgezeichnet. Das ist jetzt die Produktion einer 10 Kilowatt Peak Photovoltaikanlage in Kaiserslautern. Es war ein Clear Sky Tag. Eigentlich hätte ich müssen erwarten, dass es hier eine geschlossene Kurve ist. Ja? Dieser Einbruch hier, das ist einfach genau die Sonnenfinsternis. Und man muss sich halt vorstellen, das war nicht nur diese eine Anlage, sondern das war im Endeffekt ein Schatten, der über Europa gezogen ist und halt dafür gesorgt hat, dass nach und nach in verschiedenen Netzsegmenten eben diese Leistung weggefallen ist, die man dann halt anders erzeugen musste. Ja, also es war schon ein relativ großes Ereignis für das Stromnetz. Dementsprechend haben die Übertragungsnetzbetreiber vorher und nachher auch Pressemitteilungen geschrieben, so war hart, wir mussten da ganz viel tun. Die haben in der Tat auch ein dreijähriges EU-Forschungsprojekt quasi mit der Vorhersage dieses Leistungseinbruchs und was man dagegen tun kann, wie man damit umgeht, haben da etwas Geld investiert. Letztlich war das aber relativ gut gehandhabt, also es gab da keine relevanten Ausfallerscheinungen. Sie haben 17 Gigawatt im Durchschnitt gebraucht, um jetzt Dinge zu kompensieren. Ja? Und 17 Gigawatt muss man halt innerhalb von einer halben Stunde oder sagen wir mal einer Stunde, quasi von 0 auf 100% hochfahren und wieder zurück auf 0%. Ja, technisch schon muss man vorbereiten. Aber ich halte das nicht für unmöglich und schlichtweg, das ist ihr Job. Ja, also wenn meine Verantwortung halt ist, dass das Stromnetz funktionieren muss, dann muss ich das halt auf die Reihe kriegen. Das ist so ein städtisches Kraftwerk. Ja, also in Relation, sagen wir mal, irgendwie die Netzlast zu dem Zeitpunkt waren vielleicht 400 Gigawatt oder sowas, so in der Größenordnung. Das war jetzt kein super Anteil. Die mussten da nicht ein Drittel machen. Ein Atomkraftwerk, 1 Gigawatt, sorry, ich habe Megawatt eben gehabt. Also sagen wir mal 17 Atomkraftwerke, nicht ganz, aber ja. Das ist die Netzfrequenz. Rote Linie einfach ignorieren. Blaue Linie, ja, zappelt da halt rum. Kann man jetzt so nicht wirklich viel zu sagen. Was man sagen kann ist, es gibt ein Totband der Frequenzregelung. Das geht von 50,02 bis 49,98.
In diesem Bereich findet quasi überhaupt keine Regelung statt. Ja, das ist der Todbereich, da wird nicht geregelt. Da sagt man, das ist halbwegs ausgeglichen, das ist gut so. Das heißt, die meiste Zeit war das Netz komplett stabil und ausgeregelt. Ja, muss man sich im Prinzip keine Gedanken machen. Ich habe trotzdem mit den Daten dann angefangen rumzuspielen und mir Gedanken zu machen, wie Dinge zusammenhängen. Und habe dann einfach mal, was ein Ensemble-Leistungsgradient ist, muss ich jetzt erklären. Ich hab mir quasi wieder die Leistungsgradiente genommen, also wie schnell ändern sich Dinge, und habe mir dann überlegt, okay, was ist denn geeigneter Vergleichsmaßstab? Und ich habe jetzt halt ein Jahr an Messdaten. Ich habe die Tage einfach übereinander gesteckt und den Durchschnittswert pro Sekunde des Tages berechnet. Ja, also im Prinzip, was ist denn das durchschnittliche Momentum zu jeder Sekunde des Tages? Und den entsprechenden Ausschnitt der Kurve hier drunter gelegt. Sieht man jetzt auch keinen wirklichen Unterschied. Was ich aber komisch fand, ist, dass es halt hier in dieser roten Kurve trotzdem solche Peaks gibt. Ja? Das heißt, bei meiner Ensemble-Statistik, wo ich erwartet hätte, dass das mehr oder minder eine Gerade ist, die vielleicht ein bisschen flattert, aber der Durchschnittswert sollte relativ stabil sein, gab es halt hier doch relativ erhebliche Spitzen drin, die so eigentlich nicht zu erklären waren. Ich habe auch andere Ereignisse in meinen Messdaten drin gefunden. Das ist jetzt ein relativ altes, aber solche Sprünge kommen oft vor. Das fängt oben bei, sagen wir mal, 50,05 Hertz an und geht halt runter bis, ja, keine Ahnung. Es ist ein Sprung von 164 Millihertz. Was wiederum, wenn ihr euch überlegt, also dieses eine Atomkraftwerk hat 48 gemacht, sagen wir mal großzügig, das hier sind drei Atomkraftwerke von der Leistung her, die da irgendwie weggefallen sind. Ist jetzt nicht ganz korrekt, Netzlast stimmt nicht, aber so Pi mal Daumen reden wir hier über Bereiche von Atomkraftwerke. Wenn man solche Ereignisse halt gehäuft findet, dann ist das schon irgendwie komisch. Weitergesucht. Und mal ein Ensemble der Netzfrequenz gemacht. Also wirklich hier unten ist die Tageszeit aufgetragen, hier ist die Frequenz aufgetragen und das ist quasi die schwarze Linie, die mittlere Netzfrequenz und oben mal irgendwie mehr oder minder die Quantile mit ein paar, also die Schwankungsbreite der Netzfrequenz mit ein paar Outliern weggeschmissen, geplottet. Und da sieht man halt, das hier ist keine Gerade. Es ist kein gerader Durchschnittswert, wie ich es erwarten würde, wenn so ein Kontrollsystem halt einfach immer versucht, auf 50 Hertz zu arbeiten, sondern hier gibt es Strukturen. Ja. Also hier abends zum Beispiel doch relativ deutlich. Wenn man da abends in diesen Bereich reinzoomt, das ist jetzt genau der gleiche Plot von 18 Uhr bis 23 Uhr, sieht man hier zum Beispiel, dass es eine deterministische einen deterministischen Frequenzeinbruch von etwa 100 Millihertz gibt. Wiederum, das entspricht zwei Atomkraftwerke. Ja, deterministisch, das ist kein zufälliges Verhalten. Wenn man genauer reinzoomt, sieht man auch, dass es irgendwie zeitlich zusammenhängt. Ja, also ich habe hier immer zu meinem Stundenraster habe ich solche Dips nach unten. Und hier diese kleinen Sprünge, die orientiert sich an einem 15-Minute-Raster. Erklärt sich relativ leicht. Das sind die Effekte des Stromhandels. Komplexe Grafik erkläre ich nicht im Detail. Im Wesentlichen seht ihr hier die Generators, die Erzeuger, also Kraftwerke. Ihr seht hier Balancing Responsible Parties, die Bilanzkreisverantwortliche. Das sind diejenigen, die Strom an Letztverbraucher verkaufen. Ja. Und die rechnen einfach eine Prognose aus, alles klar, morgen brauche ich folgende Kurve an Strom, zerhacken das in Stundenstücke, kaufen für diese Stundenstücke am Spotmarkt oder an anderen Märkten ihre Energie zu. Die Kraftwerke haben dann quasi ihre Energie verkauft vorab, produzieren entsprechend das, was sie verkauft haben. Und dadurch kommen diese Sprünge zum Stundenwechsel, beziehungsweise zu 15-Minute-Produkte, die gibt's hier in dem System auch zustande. Ja. Die Effekte sind eigentlich noch viel, viel größer, weil hier der TSO, der Transport System Operator oder Übertragungsnetzbetreiber, der ist eigentlich
dafür zuständig, dass solche Sprünge überhaupt nicht auftauchen. Das heißt, es gibt Kraftwerke, die mit ihrer Primär-, Sekundär- und Tertiärregelung dagegen arbeiten. Die Regelleistung reicht nicht aus, um das komplett zu kompensieren. Das Phänomen war wohl um 2006, 2007 noch viel größer. Da hat man dann diese Viertelstundenprodukte eingeführt und hat jetzt quasi Viertelstundenrampen. Ja, also es gibt hier einfach eine gewisse Steigung, die da irgendwie maßgeblich ist. Und es geht auch irgendwie in diese Handelsprodukte rein. Habe ich noch nicht komplett verstanden, wie das funktioniert. Ja, aber im Endeffekt, diese deterministische Frequenzschwankungen kommen einfach nur durch den Handel. Und die sind um Größenordnungen größer als das, was jetzt so eine Sonnenfinsternis macht oder was irgend so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach macht. Ja. Also in Sachen Frequenzstabilität, muss man ganz klar sagen, spielen die erneuerbaren Energien eigentlich nicht wirklich eine große Rolle. Das hat keinen großen Impact. Das sind die Markteffekte, die man hat, wesentlich größer. Zur Energiewende. Was natürlich passiert ist, wenn man Großkraftwerke abschaltet, verliert man eben diese gespeicherte Rotationsenergie in großen Kraftwerksanlagen. Ist aber im Prinzip kein Problem. Man könnte im Endeffekt sagen, ich habe einen Wechselrichter, der könnte in Software das gleiche Verhalten nachbilden, wenn er seine Leistung ins Netz gibt. Es gibt im Moment einfach nur keine Vorgaben dazu. Ja. Ich halte das aber für sinnvoll und notwendig zu sagen, okay, auch kleine Erzeugungsanlagen müssen ihren Beitrag zur Frequenzstabilität leisten und man verankert das irgendwo. Die Netzkennzahl sinkt auch leicht. Ich kann den Effekt nicht spezifizieren. Kommt einfach dadurch zustande, dass ich hier Netzteile habe, die unabhängig von der Netzfrequenz immer die gleiche Leistung ziehe, weil es halt eben ein Schaltnetzteil ist, was mit hoher Frequenz da irgendwie eine definierte Leistung zur Verfügung stellt. Je mehr Schaltnetzteile wir einbauen, desto geringer wird diese Netzkennzahl. Der Effekt. Ich weiß nicht, wie groß er ist. Ich sehe das im Moment nicht fatal, aber vielleicht sollte man einfach sagen, okay, ähnlich wie bei dieser Primärregelung in dem Großkraftwerk muss in jedem Schaltnetzteil irgendwie so eine Kurve drin sein, dass es halt irgendwie ein bisschen mehr Leistung zur Verfügung stellt, wenn die Frequenz zu hoch ist oder so. Und ganz klar kann man sagen, der Markt oder der Stromhandel hat größere Effekte auf die Frequenz als die erneuerbaren Energien. Ja. Zum Projekt selber vielleicht noch. Was mich sehr interessiert, sind Frequenzpendelungen, habe ich vorhin schon gesagt. Also ich hätte gerne ein Messgerät in Portugal und eins in der Türkei, weil das sind quasi die am weitesten entfernten Punkte in Europa, die an dem gleichen Stromnetz hängen. Und würde da gerne Zeitreihe aufzeichnen mit entsprechender Genauigkeit, damit man diese Netzpendeleffekte untersuchen kann. Ulrich betreibt auch Messgeräte für mich. Also das hier ist Mainz in Kaiserslautern. Mainz in Kaiserslautern. Ulrich betreibt eins in Mainz und demnächst auch eins in Südfrankreich. Mehr Standorte wären mehr gut. Also wenn ihr Lust habt, da irgendwas zu tun, sehr gerne. Das Ganze ist Open Source. Es braucht im Moment eine hübschere Webseite. Was ich gerne tun würde, wäre, Events automatisch zu detektieren. Das kann ich im Moment nur mit einer Heuristik, die sehr primitiv ist. Da kann man noch eine Menge tun. Ich habe ein paar Ideen und andere auch für ein simpleres Messgerät. Also im Prinzip ist das Ganze mit STM32F4 und Raspberry Pi viel zu groß. Das geht auch mit einem ESP8266. Kann man Dinge tun. Es gibt ein Forum und es gibt die Beta-Version der kompletten Messdaten. Sind einfache Textdateien, Unix Timestamp plus die Frequenz. Alle Messdaten in UTC. Lizenz klebt auch da irgendwo dabei. Bin gleich fertig. Bin jetzt fertig, sorry. Fragen. Kai, dich habe ich vorhin abgewürgt. Magst du nochmal? Nee, du hast es eigentlich aber wenn du mich jetzt schon aufrufst, kannst du noch die Grafikkurve und die Spatzenkurve machen? Also dieses verzögerte, wie auch immer. Also, wo? Da. Ja, genau.
ist ja, wird es ein paar Folien später gesagt, dass dieser Bereich nicht mehr geregelt wird, wie 49,95 ist. Also das sagt ja der Schwarze und der Grüne zu dem Bereich, wo das E eingemustert ist. Nein, der Totbereich ist 49,98. Also da wird geregelt, definitiv. Ja. Nee, also okay, die Frage ist, war ein relevantes Event in Gundremmingen, insofern sind Atomkraftwerke relevant oder nicht? Ich wiederhole das mal für den Stream und so. Jein, weil was ich hier ja betrachte, ist nur die Änderungsrate. Es ist mir ja egal, wie die Leistung zustande kommt, ob das jetzt eine Windkraftanlage ist, wo irgendwie, keine Ahnung, die Zuleitung weggebaggert wurde oder ob das ein Kernkraftwerk ist, sehe ich ja nicht. Ja, es geht mir ja nur um die Leistungsgradienten. Also das dynamische Verhalten von diesem System. Ja. Jetzt ist aber eine Sonnenfinsternis, sei es in Galileo oder wie auch immer, irgendwie leicht vorhersagbar. Jetzt habt ihr das Problem von Windkraftanlagen. Die ändern sich irgendwie, keine Ahnung, auf einer Mindestskala. Und ich kann es wesentlich nicht vorhersagen. Hast du irgendeine Idee, wie du das approximieren willst? Weil insbesondere gerade in Deutschland ist die Photovoltaik halt ganz nett, aber die gibt es nicht. Frage war, also es geht hier primär um die Prognosemodelle, oder? Ja, sagen wir so, ist die Solarenergie oder dann das, was du versuchst, als erneuerbare Energien zu approximieren, ist das, was für Deutschland jetzt der ausschlaggebende Punkt ist, an der Variabilität im Netz? Oder müsste man nicht irgendwas finden, was uns die Windenergie approximiert? Ich weiß nicht wie. Ja, also du kannst die Produktion von Photovoltaikanlagen schlechter vorhersagen als Windkraftanlagen. Kommt einfach daher, dass die Wettermodelle in Sachen Wind sehr gut sind, weil man einfach da sehr viele dynamische Prozesse hat, die verkettet sind. Was weniger genau ist, sind Globalstrahlungsvorhersagen. Ja, die sind genau genommen relativ beschissen. Das ist auch, also meine Abteilung hat genau so ein Modell gemacht, deswegen kenne ich da ein bisschen die Details. Die größte Fehlerquelle bei Photovoltaik-Vorhersagen ist die Globalstrahlungsprognose der Wetterdienste. Ja, kommt einfach daher, dass man irgendwie Feuchtegehalt der Atmosphäre braucht, Wolkendichte, ja, das kann man halt einfach, also die Modelle sind nicht so genau, dass man sagen könnte, das passt alles. Windkraft funktioniert super. Ja, die Anteile der Windkraft sind auch nicht unerheblich, wenn man jetzt mal irgendwie in den Herbst reingeht oder so. Sonst würde das eh nicht funktionieren. Ja. Ich halte das aber für managebar. Ja. Man braucht halt die entsprechenden Modelle, man braucht die Prognose und man braucht eine qualifizierte Abschätzung dafür, wie viel Ersatzkapazität man im Fuck-up-Fall braucht. Ja. Aber das halte ich für handhabbar. So, ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge ich. Du hast eben, ja. Du sagst, du benutzt Inflax-Serien, um Daten zu speichern. Die haben auch eine richtig schöne API, wo man Abfragen stellen kann. Und direkt auf Daten machen kann, dass man das dann nicht irgendwie aus der einen Datenbank raus. Möchte ich nicht, weil ich wahrscheinlich InfluxDB sowieso ersetze durch ein simples Postgres. Influx hat so ein paar Verhalten, die eher mehr sind, vor allen Dingen in den neueren Versionen. Ist einfach mir nicht stabil genug. Ja. Export ist einfach Textdateien, meine ganzen Python-Skripte lesen einfach die Textdatei, processen die einmal durch, berechnen irgendwelche Kennzahlen schon vor und legen dir dann HDF5 Datei dorthin, auf der du relativ schnell arbeiten kannst. Also für diesen initialen Datenimport machst du einfach ein wget-r auf data net sinus und hast die Date, einmal Skript drüber laufen lassen und dann ist gut. Also es geht mir pur um die Robustness im Betrieb. Reicht dafür. So, keine Ahnung. Einfach da weiter.
das müsste ja auch den Effekt des Strommarktes dann verstärken. Jein. 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 Strommarkt funktioniert so, also ich rede jetzt mal nur über den Spotmarkt. Es gibt noch diverse andere Märkte, es gibt auch OTC-Vereinbarungen, also quasi zwischen Kraftwerk und Stromvertrieb selber. Da gibt es das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Und zwar sagt man, okay, Strom ist ein nicht speicherbares Gut, das heißt, ich brauche zu einem gewissen Zeitpunkt X einfach folgende Menge. Ja, die ist fix. Und ich sortiere einfach alle Angebote meiner Kraftwerke aufsteigend, basierend auf den Stromstückkosten, also pro Kilowattstunde bzw. Megawattstunde in dem Fall aufsteigend sortiert. Ja, krieg ich irgendwie so eine Kurve raus und qua Definition wird quasi angenommen, dass sämtliche Erneuerbaren, sowohl Photovoltaik als auch Windkraft, ganz vorne in dieser Liste stehen, damit die auf jeden Fall zum Zug kommen. Und dann sagt man halt, okay, hier, das sind meine Gebote, hier habe ich meinen Preis, das ist die Menge, die ich brauche, hier habe ich meinen Marktpreis. Damit ist die Menge abgedeckt. Die Kraftwerke, die hier unten drunter sind, die kommen zum Zug, kriegen quasi den Arbeitspreis von dem teuersten Kraftwerk, was gerade noch drin ist. Ja? Und alle anderen waren halt zu teuer und Pech gehabt. Und das ist auch der Grund, warum die kleinen Gaskraftwerke von den Stadtwerken, die da oben irgendwo sind, nicht zum Zug kommen. Ja? Und weswegen viele Stadtwerke halt Probleme mit ihren Kraftwerken haben. Ja. Trifft auch auf große Braunkohledinger zu oder so, aber die kompensieren das halt durch andere Effekte, durch einen OTC-Handel und so weiter. Beantwortet das deine Frage? Gut, ihr zwei irgendwie, fangen wir hier an. Genau. Also auch die Türkei war bis vor 2 Jahren einfach nicht angebunden. Und jetzt gibt es eine relativ kleine Leitung von Griechenland in die Türkei rein. War auch was man groß gefeiert hat, als diese Leitung dann halt scharf geschaltet wurde und man quasi diese 2 Netze synchron gehalten hat. Was auch gar nicht so einfach ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Größer, das ist das in sagen wir mal, 5 bis 10 Sekunden, ist genau das, was ich mit Frequenzpendelungen meinte. Ja, wollte ich heute eigentlich nicht drauf eingehen, aber ich habe was vorbereitet. Das Kernproblem ist im Prinzip das hier. Ja, ist eine wunderbare Darstellung von Elgert, ist auch ein Buch, was sehr einfach zu lesen ist. Also wenn sich jemand für das Thema interessiert, das wäre meine Empfehlung. Der hat sehr viele auch einführende Artikel geschrieben. Im Endeffekt, das hier ist irgendwie so ein Netzsegment mit einem Kraftwerk und einer Last. Und das ist ein Netzsegment mit einem Kraftwerk und einer Last. Und die sind quasi, bildlich gesprochen, gekoppelt über eine Feder. Ja? Wenn jetzt bei dem einen irgendwie, also wenn der vordere bremst, ja, fährt der hintere halt irgendwie auf. Genauso hat man halt diese Rückkopplung über einmal die elektrische Schwingung, die ja den Generator erregt und quasi sagt, du musst dich mit folgender Frequenz drehen, und über den Generator, der halt mechanisch den Generator, die Turbine, was halt mechanisch den Generator dreht. Ja? Das heißt, man hat da auch permanent Torsionskräfte, wenn die Frequenz sich ändert, kriegt die Turbine quasi einen Gegenimpuls. Ja? Und genau diese Effekte, ist ja ein dynamisches Verhalten, ab einer gewissen Größe oder ab gewissen Faktoren kann das halt instabil werden. Und es ist halt die Frage, ob das in Europa irgendwann der Fall ist. Das Netz wird insgesamt stabiler, robuster, aber es neigt mehr zu Pendelung. Er war vor dir. Ich hatte ganz viele. Welche? Zum Kernkraftwerk? Das da?
Du meinst dieses Oszillationsverhalten? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, die Gradienten sind halt hier wirklich hoch. Aber hier sind die alle wesentlich kleiner. Also, wenn man die Grafik, die da betrachtet, habe ich halt hier die Änderungsrate quasi von dieser Kurve aufgetragen. Ja, und du siehst halt hier den Ausfall. Das ist ein richtig großer Gradient auf einmal, der aber nur sehr kurz andauert. Und diese ganze Waberbewegung da oben, das sind alles relativ kleine Gradiente. Ja, ich meine, okay, der ist vielleicht noch mal ein bisschen größer, aber ja, das ist das normale Verhalten von dem Netz. Nein. Nein, nein. Die Regelung wird auch so berechnet, dass quasi der Frequenzverlauf nach so einem Ereignis immer innerhalb dieser sogenannten Trompetenkurve ist. Das ist eine empirisch festgelegte Kurve, das ist dieses rote Ding. Schlecht wäre, wenn die blaue Kurve hier unten diesen Bereich betreten wird. Ja, also immer oberhalb der Trompetenkurve bleiben. Das war Kai, sorry. Ja. Genau. Harter Einschnitt ist genau das. Also es gab das 50,2-Hertz-Problem. Ja, mittlerweile gibt es andere Grenzen und auch nicht alle Anlagen sind auf diesem 50,2-Hertz-Niveau. Hat man Firmware-Updates für fast alle Solaranlagen, Wechselrichter nochmal rausgerollt, weil alle Anlagen zum gleichen Zeitpunkt vom Netz zu nehmen, ist halt irgendwie nicht clever. VDE hielt das für eine gute Idee. Es wurde quasi in Deutschland eingeführt. Man hat festgestellt, oh, wenn man jetzt aber mal da irgendwie drüber komme, ist auf einmal halt im dummsten Fall ein Drittel unserer Stromversorgung in diesem Jahr weg. Das wäre nicht gut. Insofern hat man da jetzt gesagt, okay, man hat da irgendwelche DIP-Switches oder irgendwie Firmware-Konfigurationen, kann man halt sagen, okay, du schaltest bei 50,23 ab oder so und versucht das ein bisschen zu streuen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Hatte man auch real bei diesem verdammt. Ich hab das letztes Jahr in dem Vortrag schon gesagt. Da ist irgendwo eine Leitung ausgefallen und da ist das europäische Netz in drei Subzonen zerfallen, die unterschiedliche Frequenzen hatte. Und eine dieser Zonen hatte massiv Probleme, die Frequenz zu halten, weil sobald sie halt hochgefahren sind, waren sie an der Grenze, quasi sofort an der Grenze, wo die Windkraftanlagen wieder abschalten. Und dann sind sie direkt wieder runtergefallen. Also die waren in so einer Oszillationsbewegung drin. Also es ist durchaus ein reales Szenario, war 2007. Ja, nicht Leistungsfaktor, aber sorry. Ich meinte das da. Ja, also das ist im Endeffekt das für die großen Kraftwerke. Keine Ahnung, Frequenz zu hoch, Abgabe, Leistung minimieren oder runterfahren. Frequenz zu niedrig, Leistung erhöhen. Ja, und genau so eine inverse Kurve könnte ich ja hier reinmachen. Ja, dass ich quasi diesen primären Stabilisationseffekt in jedem Schaltnetzteil drin hätte. Ob jetzt dieser Schwingkreis nach einer Geraden oder nach einer irgendeiner Kurve agiert, wäre, wenn man jetzt sagen würde, okay, wenn du in Europa irgendwie so ein Netzteil verkaufen willst, gießt man das in Silikon und dann ist das trivial billig. So, Kai. Gut. Ja, oder deine Antwort. Was mich etwas entsetzt hat, weil das heißt, wenn ich jetzt über 50, irgendwas Hertz komme, dann bestimmt irgendjemand, dass ich meine Solaranlage abzuschalten habe, versus jemand anderem. Wer bestimmt, wer wessen Anlage abschaltet, weil das ein Eingriff ist im Eigentumsrecht? Und warum werde ich bestraft und jemand anders darf weiter Geld scheffeln und wieder die Einspeise? Du wirst nicht bestraft. In dem Moment, wo deine Anlage abschaltet, muss dir der Netzbetreiber deinen Verlust vergüten.
ob diese Vergütung so funktioniert, ob du das nachvollziehen kannst? Ja gut, aber das heißt, Nachfrage, ich kaufe mir diesen Grundstück an der Welt, in Mecklenburg-Vorpommern oder so, und mache da einfach, scheißegal, riesige Solaranlage hin, und dann werde ich ab dann für meinen Verlust belohnt. Dann muss das Camp zunächst mal umziehen. Ja, dann wirst du wirst halt entschädigt. Wobei ab gewissen Größe weiß ich nicht, ob das noch funktioniert. Also nagel mich da drauf nicht fest. Stromstück kostet. Jetzt ist das ja so, dass ich ein Kohlekraftwerk immer Daumen 24 Stunden brauche, um das anzuwerfen und die Brennkammer heiß genug kriege. Mhm. Am Ende des Tages ist es doch so, dass das Braunkohlekraftwerk die Personensicherheit darstellt. Weil ich gut Feuer bezahle, ich halt da irgendeine Windenergie, die variiert auf, keine Ahnung, manchmal 30 Grad von 5 Stunden oder einer Stunde, je nach Modell. Aber 1% Versorgungssicherheit bedeutet 3,6 Tage kein Strom. Wenn hier 3,6 Tage die Polizei nicht gerufen werden kann und die Wasserpumpen nicht mehr arbeiten, das wird lustig. Also am Ende, die Braunkohle ist doch irgendwie, oder was auch immer, regelbar ist. Wind ist nicht regelbar, so gar nicht. Ja, abregelbar. Also du kannst abschalten, wenn du zu viel hast. Genau. Ist ja genauso fatal. Aber ich will ja minimal das tragen können. Hm? Ja, das ist halt die Argumentation, die im Moment, ich sag mal, von den traditionellen Energieversorgungsunternehmen genauso kommt. Ja. Na, ich habe keine Antwort darauf, keine fertige, ausdeklinierte sonst was. Aber wir haben halt als Gesellschaft entschieden, wir wollen weg von Kohle, sonst was. Wir wollen die Erneuerbaren, jetzt muss man sich über die Technologien Gedanken machen. Und wenn man mal nach Dänemark guckt, wie die ihre mit Energie umgehen und was die für Modelle fahren, dann kriegt man zumindest wesentlich höhere Quoten hin. Es geht ja nicht um 100%. Ja? Wir sind im Moment bei 30% roundabout im Strommarkt. Bis 30% ist das technologisch recht gut integrierbar. Ja, richtig schwer wird es dann halt, wenn man jetzt Richtung 50% gehen wolle. Da läufst du genau in die Probleme rein. Und da braucht man halt jetzt irgendwie Antworten. Ja, dass wir alle Elektroautos fahren und da irgendwie unsere Batterien zur Verfügung stellen, halte ich nicht für eine gute Antwort. Gibt so ein paar praktische Probleme. Ja, aber vielleicht gibt es andere Antworten. Vielleicht gibt es Power to Gas, Nahwärmekonzepte, Heißwasserbereitungen mit Strom. Ich weiß es nicht. Ja? Muss man halt einfach jetzt gucken, wie sich das entwickelt. Tu es. Dein Narrativ, das wir als Gesellschaft uns entschieden haben. Ich möchte das, also immer, wie viele Leute gehen noch so weit? Und nur weil ich hier da diese Raute da wähle, heißt das ja nicht notwendigerweise, Du darfst da gerne anderer Meinung sein, ja, aber. Ja, also die politische Frage außen vor, es gibt einfach die Herausforderung, kriegt man sowas hin? Ich glaube, man kriegt wesentlich höhere Versorgungsgrade hin, aber nicht mit dem traditionellen Stromsystem, wie wir es im Moment haben. Ja. Ob das gut ist, ob das die billigste Variante ist, keine Ahnung. Ja. So, jetzt war irgendwo da hinten jemand. Ich weiß nicht. Gut, mach du einfach mal weiter und dann. Also,
Ich arbeite an einem mathematischen Institut. Wir haben auch eine Abteilung für Wirtschaftsmathematik. Es gibt jemanden, der bei uns promoviert hat über das Thema, funktioniert dieser Strommarkt überhaupt? Und die Antwort ist relativ klar, nein, das ist ein dysfunktionaler Markt am Rande. Ja? Wenn du über Kontrollmechanismen redest, also genau diese Kurve, ist überhaupt kein Problem. Ja? Du sagst einfach, wenn du ein Elektrogerät hier in diese Steckdose stecken willst, was nach XY produziert wurde, muss das folgende Charakteristika haben. Bäm. Sonst darfst du es nicht importieren. Effektiv machst du das auch schon. Überall, wo ein CE-zertifiziertes Ding draufklebt, hast du irgendwelche Regeln, die du schon folgst. Die muss man halt anpassen. Was jetzt den Markt betrifft, ob da jetzt jeder mit seiner kleinen Photovoltaikanlage direkt dran teilnimmt, ob man Solaranlage ab einer gewissen Größenordnung direkt vermarktet über einen Stromhändler, über virtuelle Kraftwerke, was heute schon passiert, ist halt eine Ermessensfrage. Also wo zieht man die Grenze? Ja, im Prinzip kannst du aber dich schon heute dafür entscheiden zu sagen, nein, meine Photovoltaikanlage soll jetzt bitte nicht über diese EEG-Standardvergütung vermarktet werden, sondern ich hätte gerne, dass meine Leistung 15 Minuten genau durch einen Energiehändler vermarktet wird. Das lohnt sich halt einfach nur nicht bei kleinen Anlagen. Das Modell gibt es aber im EEG. Ist nur nicht so bekannt und populär. So, jetzt waren hier vorne irgendwie ganz viele. Keine Ahnung. Ich glaube, du hast dich am längsten gemeldet. Ja, herzlichen Dank für deinen Vortrag, der mir auch die Schwankungen da deutlich gemacht hat, also wie dynamisch so ein Netz eigentlich ist. Und jetzt ist mir auch klar geworden, wieso die Technologie des Bundeskriminalamtes so gut funktioniert, denn die zeichnen ja auch die ganzen Netzfrequenzen auf, um von irgendwelchen Erpresseranrufen den Zeitpunkt herauszufinden. Und ich habe mir mal vorgestellt, wenn das eine einzige große träge Masse ist, kann man ja da nicht viel messen, aber so wie du das dargestellt hast, ist mir klar, wie das funktioniert und dass man eben auch Informanten eigentlich nicht mehr die Sprache verschleiern kann, technisch, also das darf man nicht mehr machen, weil man würde zumindest den Zeitpunkt verraten auch, sondern man muss den halt nachsprechen. Ich habe noch kein Experiment dazu gemacht, aber es gibt ja jetzt die Daten, insofern, wenn jemand Lust hat, das mal nachzubasteln, fände ich cool. Ich weiß nicht, also ich habe keine gute Vorstellung davon, ob es wirklich funktionieren kann oder nicht. Wenn es mir gelingen würde, aus einer Tonaufnahme das Netzbrummen perfekt rauszusampeln, könnte ich mir die Wellenform angucken, könnte gucken, wie variiert das, könnte das möglicherweise auch mit den Daten korrelieren. Ja, aber alleine ich sag schon, ich mache Sekundenmittelwerte. Das heißt, ich glätte da schon verdammt viel weg. Keine Ahnung. Ich fände es spannend, wenn da jemand mal das versucht nachzuvollziehen. Also mit einer Soundkarte und einer etwas anderen Beschaltung sollte man genau dorthin kommen. Schlagt euch bitte nicht. Ja. Mit LED aufzeichnen, das ist dann Taschenlampen. Ich kenne dazu nur einen FAZ-Artikel, weil das BKA vermutlich auch nicht sehr prominent damit umgeht und erklärt auch, wie man es vermeidet, weil sie dadurch leben. Aber das bezog sich explizit auf Tonaufzeichnungen, also auf Erpresseranrufe, auf Aufnahmen, auf zugeschickte Tonbänder von Erpressung. Darauf hat sich das bezogen. Daraus wollen die angeblich ziemlich genau den Zeitpunkt sagen. Ja, aber die Pendeleffekte, also das ist wirklich ein Pendel. Das heißt, du hast eine zeitliche Verzögerung von plus minus 5 Sekunden oder so, aber die grundlegende Wellenform ist mehr oder minder die gleiche. Ja, klar. Also du könntest wahrscheinlich irgendwie Zentraleuropa von Portugal unterscheiden, aber mehr nicht. Ja, Maha, ich glaube, da kommst du mit Sprachanalyse weiter, wenn du was regional verorten willst. So, ihr beide wart irgendwie. Ich würde gerne wissen, wo Ihr wesentlicher Auftrag ist. Eigentlich für den Netzteil jetzt ist es so, in dem Moment, wo die Netzfrequenz live zurückgeht, dann schafft es automatisch mehr Strom. Und mit der Kurve wäre es dann quasi so, dass es dann etwa
Nee, es schnappt sich weniger Strom. Also minimal weniger Strom. Also wir reden, keine Ahnung, müssen wir halt ausrechnen, um wie viel, sagen wir mal irgendwie, keine Ahnung, ein 0,5% oder so. Ja, da ich in meinem Notebook sowieso noch Spannungsregler und sonst was habe, wäre das in dem Fall vollkommen unerheblich. Die Netzspannung selber schwankt ja im Übrigen auch um plus minus 10%. Ja, das heißt, die Leistung ist sowieso in einem gewissen Band flexibel. Das heißt, jetzt genau mal kurz die Sekundärseite von dem Netzteil. Also, das heißt, da habe ich jetzt normalerweise 20 Volt anliegen. Und wenn dann so ein AKW abrupt vom Netz geht, liegen da nicht mehr 20 Volt an, sondern 19,8. Weiß ich nicht, müsste man durchdenken, was es halt für dieses Gerät für Implikationen hat. Aber ich gehe davon aus, dass da sowieso nochmal irgendwelche Regler drin sind. Das Ding wird ja auch warm und produziert Abwärme. Also da gibt es bestimmt irgendeine Margin, die man nutzen könnte. Der Effekt müsste wahrscheinlich gar nicht groß sein, weil es einfach verdammt viele Netzteile gibt. Ja. Bitte. Du meinst, basierend auf den Frequenzmessdaten dezentral Geräte oder Haushalte entscheiden lasse, jetzt ist gerade cool, Strom zu verbrauchen und jetzt ist weniger cool. Ja, klar kannst du das machen. Ihr verwechselt jetzt nur gerade Frequenz und Spannung. Also im Endeffekt, dieser lokale Spannungsabfall sagt mir, ob zum Beispiel eine Photovoltaikanlage in Haus weiter gerade Leistung einspeist. Ja, ich kann das relativ gut messen. Ich habe schon ein paar Messdaten, allerdings ist das nicht so viel, dass ich jetzt drüber reden möchte. Aber ich denke, gerade in kleinen Dörfern sieht man die Effekte relativ deutlich, wenn in der Umgebung anfangen, die Photovoltaikanlage einzuspeisen. Und das könnte ich halt einfach messen über die Spannung und sagen, alles klar, da hinten ist irgendwo wohl lokal zu viel Strom. Ich mache jetzt irgendwas Sinnvolles damit. Ja. Das ist quasi der Gegenentwurf. Lustigerweise hat der VDE vor, sagen wir mal, einem Monat ein White Paper rausgebracht über genau solche dezentralen Systeme. Ja. Der Gegenentwurf ist halt, man macht das Ganze mit Smart Metern, die irgendwie Kommunikationstechnik haben. Wie auch immer das im Feld funktionieren wird, wird noch spannend. Die gegenwärtigen Smart-Meter-Pläne orientieren sich halt daran, dass ein Energiehändler oder ein Netzbetreiber das wirklich in sein Handelsportfolio integrieren kann. Ja, das heißt, es hat keine technische Funktion, sondern es hat eine Marktfunktion. Ja. Man versucht halt alles durch diesen dysfunktionalen Markt zu regeln oder durchzuschleifen. Und ob das so die goldene Lösung ist, weiß ich nicht. Mhm. Mhm. Dezentrale, sagen wir relativ grobmaschige Zellen, was weiß ich, die Region Kaiserslautern plus das Umland als eine Regelzone quasi zu verstehen, die jetzt unabhängig von anderen ist, wäre, denke ich, ein wesentlich robusteres Konzept, wäre auch wesentlich einfacher. Und man könnte halt diese Physik, die halt sowieso lokal mir sagt, was passiert hier gerade, einfach direkt messen. Da brauche ich keine Kommunikationstechnik mehr für. Es gibt bei der DGS, bei der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie, gibt es Leute, die in die Richtung denken. Es gibt auch beim VDE Leute, die in die Richtung denken. Ist allerdings jetzt nichts, was sich durchsetzen wird, glaube ich. Ja, weil andere Player sind halt viel zu groß. Erzählt, dass quasi ja da der Generator außerhalb des Kernteils steht, der auch bei abgeschalteten Kraftwerken mitläuft, um das Netz zu stabilisieren. Ja. Das heißt, eigentlich, obwohl das Atommoratorium und den Ausstieg ja quasi durch haben, laufen im ganzen Land die Generatoren ja weiter und stabilisieren damit das Netz. Ja.
Ja, es gibt auch Schwungradspeicher, also wirklich einfach nur große Schwungmassen, die in Rotation versetzt werden, damit dieses System so träge ist, wie es halt ist. Weil wenn man das nicht machen würde, könnte kein Kontrollsystem der Welt so einen Frequenzeinbruch einfach kompensieren. Das heißt, die Physik hilft einem an der Stelle. Oder die Software, wenn man sie in Wechselrichter von Windkraftanlagen oder so einbaut. Die könnten im Prinzip, sind ja auch die ganze Zeit am Netz. Die haben irgendwie ihren AC-DC-Kreis, haben einen DC, also AC-DC-Wandler, haben einen DC-Kreis und dann wieder einen DC-DC-Wandler oder einen DC-AC-Wandler. Und in diesem inneren Kreis kann ich ja einfach Energie speichern. Das heißt, ich könnte quasi die Hälfte dieses Inverters die ganze Zeit dazu benutzen, um Netzdinge zu tun. Ja? Müsste man halt nur wollen. Es gibt da von SMA, ich glaube 2007 oder so, haben die eine Promotion bei Erlangen finanziert. Es gibt diese Wechselrichter, ja, die haben das halt einfach mal umgesetzt. Darf man halt nur nicht betreiben und anschließen. Gut, dann vielen Dank. Schönen Abend noch.